Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Bausimulator Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, heute haben wir mal wieder nicht so was riesigen Auftragliches, wie auch immer, sondern wir bauen heute ein Denkmal. Und zwar, wir haben ja schon für den Museumsdirektor ein, zwei Sachen gemacht. Und zwar bei kulturelles Erbe, okay, wir haben nur zwei Sachen gemacht, genau. Einmal eine Waldwegbefestigung und dann den Schwerlasttransport. Und was wir heute machen ist... Den wir aber nicht in der Folge hatten, weil die Folge im Eimer war. Stimmt. Und wir haben als nächsten Auftrag jetzt eine Denkmalbaustelle. Ritter auf der Baustelle. Auf einer Baustelle wurden die Überreste eines Ritters entdeckt. Setze die Bauarbeiten fort, nachdem die wertvollen Artefakte geborgen wurden. Blablabla. Ja, lesen lernen, das ist auch noch so eine Sache. Ist ein Talent. Ja, definitiv. Ist wirklich nicht viel. Wollen wir auf hoch machen? Ja. Du erscheinst gerade zum rechten Zeitpunkt. Während laufender Bauarbeiten wurde hier mittelalterliches Rüstzeug entdeckt. Nach einer kurzen Begutachtung bemerkte ich ein paar Übereinstimmungen mit unseren Klosterfunden und konnte es kaum glauben. Es handelt sich um das Schwert des Ritters am Kloster. Aufgrund der Insignien ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Er muss im Schutze der Nacht das Burgfräulein aus dem Kloster hergebracht haben und dann ist er vermutlich bei dem Versuch, sie vor Angreifern zu verteidigen, in Bedrängnis geraten. Da die Restaurierungsarbeiten in der Zwischenzeit abgeschlossen wurden, werden wir die beim Kloster gefundene Ritterstatue hier wieder aufstellen. An dem Ort, an dem seine Spuren enden. Schließlich ist er Teil der Stadtgeschichte. Auch wenn unklar bleibt, was hier wirklich passiert ist. Krasse Story. Ja. Jetzt haben wir beim letzten Auftrag vielleicht noch mehr zu seiner Story erfahren. Ah, beim Museumsanbau dann, meinst du? Mhm. Ah, jetzt müssen wir erstmal hier das Zeug, was die bei der Bauarbeiten gefunden haben, erstmal wieder rausholen. Wie in der letzten Folge. Nein, dann wisst ihr wenigstens, was wir in der letzten Folge ganze Zeit gemacht haben. Da stehen auch schon wieder die Boxen, die wir in der letzten Folge reingefüllt haben. Letzte Folge. Also beim letzten Auftrag von der Serie. Also eigentlich habt ihr nichts verpasst. Ihr seht jetzt, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Nur in kurz. Nicht letzte Folge im Sinne von die 17. Folge, sondern... Ja, die Folge 13 auf. Nein, die findet ihr nicht in der Playlist. Die Folge 13 ist spurlos verschwunden, ne? In den Tiefen der Archive. Unseren Kran? Ja, ich bin schon unterwegs. Ich bin schon auf dem Weg. Bam, 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 bam. Ich wollte aufhören, diese Geräusche zu machen, also hier... No, das hat sie aber schon damals zu LS19-Zeiten vorgenommen. Hier auch mal die Platten, die sie ausgelegt haben. Alles wie in Folge 13 hier. Ja, selber Auftraggeber, also Tobi, ne? Es war nicht schlimm, dass wir die Folge verhauen haben. Die Leute haben nichts verpasst. Ja, naja, beim Kloster, das war nochmal ein bisschen was anderes. Ja, da war es ein bisschen enger und alles möglich, aber... Also ich habe die ganze Folge lang dasselbe gemacht, wie hier, jetzt gerade eben. Ja, holst du schon mal vom... Mit dem Pritschenwagen, das sollte erreichen. Das Zeug vom Händler, das Lieferzeug. Ja. Also ich denke, der Pritschenwagen... Das Einzige, was wir noch extra gemacht haben, ist, dass das Zeug dann noch ins Museum rübergefahren habt, mit dem Schwertransport. Also wie gesagt, ich denke, der Pritschenwagen reicht. Ich weiß ja nicht, wie viel das jetzt ist. Irgendwelche Setzlinge vielleicht noch. Kannst ja mal gucken. Ich habe den Pritschenwagen mit Kran. Der steht so irgendwo auf der Map rum. Wow. Ja, an dem Parkplatz. Bei dem wir schon mal ein paar Dinger gefunden haben. Meine Güte. Baustoffhandel. Ah, ne. Nicht betreten, Schnellreise. So. Gesichert. So, dann nehmen wir hier den Haken noch eben raus. Und dann muss das noch geliefert werden. Also abtransportiert und woanders hingebracht. Das Kanalbauteil kannst du auch gleich holen. Ja, ja. Hat auch wieder irgendwer einen Kanal angebaggert. Nee, ich glaube, das wollten die eigentlich ursprünglich austauschen, den Kanal. So, ich kann aufladen. Ja, das kann sein, ja. Also, ich soll aufladen, weil du wieder keine Rechte hast. Soll ich aufladen? Ich kann auch aufladen. Bei welchem Baustoffhandel bist du? Bei dem? Beim Dorf. Betreten. Aber in der Zeit, die du herkommst, kann ich dich tatsächlich auch mal... Ist ja gefühlt gar nicht, was du aufgeladen hast. Naja, das sind halt ein paar Pflanzen und das der Ersatz für einen Kanalbauteil. Ja, es sind 4 Pflanzkörbe und so ein Betonröhrenteil. Kanalrohr. Na, meine ich ja. Betonröhrenteil. Ausdrucksweise hier. Ja, es ist Profisprache hier. Ah ja. Ich habe... Betonröhrenteil. Es ist der Fachausdruck dafür, glaubt mir. Ich glaube nicht. Wo bleiben Sie denn? Ja, ich fahre. No, so schnell es geht. Ich fahre mit 93 km/h zu Ihnen. Junge, ich warte jetzt hier. Ah ja, okay, da bist du ja schon. Okay, gut. Ist wirklich nicht weit. Hast du noch Platz auf der Ladefläche? Geht mir die Markierung? Warum geht denn ins Stadtzentrum? Ich will hier hin. Warum ist die Markierung im Stadtzentrum? Aber wahrscheinlich, weil wir da die Statue hinliefern müssen, ne? Ah ja, das kann sein. Ich bin jetzt an der Baustelle vorbeigefahren, deswegen. Warum bin ich ausgestiegen? Hast du noch Platz auf der Ladefläche? Nee. Das muss erst runter, das Zeug. Du kannst ja dich noch ein bisschen umplatzieren und mithelfen. Hast ja auch einen Kran. So. Bauen wir hier mal wieder die Röhre ein, damit die auch alle wieder aufs Klo gehen können im Villenviertel hier. Schwupp. Ich sollte mich vielleicht auch wieder entmuten, wenn ich mich schon mute, weil ich extrem ins Mikro reingehustet habe. Ja, das habe ich gehört. Ja, du hast gehört, aber die in der Aufnahme halt nicht, ja. Ja, okay, ich habe es gerade abgeliefert, die beiden Holzkisten. Und jetzt habe ich Pascal mit einem Radlader die Erde zu verfüllen. Weil wir haben bemerkt, hier... Ich glaube, an dem Erdhaufen können wir uns ja bedienen. Sind schon ein Erdhaufen. Da müssen wir gar keine Erde kaufen. Ah ja. Und, also hast du jetzt den ganzen Dings reingefüllt und wie viel Prozent waren das jetzt? 5. Es ist nicht viel. Sollten wir einen zweiten Radlader uns besorgen? Was, haben wir nur einen? Ich glaube schon. Ja, dann aber von einer anderen Marke. Und von einer anderen Marke? Am besten von einer Marke, die wir noch nicht haben. Wir haben Radlader und wir haben Baggerlader, ne? Ja, Baggerlader. Fahr rückwärts. Fahr rückwärts. Oder halt auch nicht. Da können für mich das höchstens den von Atlas nehmen, aber von Cat den finde ich schon am hübschesten. Ja, der ist gelb. Ich nehme von mir aus den mit. Welchen meintest du? Atlas. Atlas. Boah, von mir aus. Ja, warum muss ich das bestätigen? Na, ja, nicht alt genug, um mir selber was zu kaufen. Ja, ja. Merk schon. Eigentlich bist du ja Vorarbeiter, also eigentlich dürftest du das. Müsstest du das dürfen. Nein, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Was denn? Bin schon wieder reingefallen. Um Gottes Willen. gleichzeitig Schnellreise und Zurücksetzen gemacht. Ja, teleportiert man sich ja einmal hin und dann verhakt man sich im Baum oder irgendwas. Nee, wir waren gerade ineinander. Ach so. Ich habe mich zurückgesetzt und du bist schnell, hast Schnellreise gemacht gleichzeitig. Und dadurch sind wir auf der gleichen Position gelandet. Ah, und du bist nach hinten weggeflogen. Ich habe mich nochmal zurückgesetzt. Ach so. Und ab dem Moment war dann halt der Platz belegt, aber... Du gibst immer so ein bisschen an der gleichen Stelle ab, kann das sein? Rübergehen so ein bisschen. Ey! Guck. Ja, okay, so fertig. Es zählt nämlich nicht, wenn es zu hoch ist. So. Hätten wir das fertig geradladert. Eigentlich könnten wir uns die Erde jetzt nehmen, sie in Kipper packen und verkaufen. Ja, wenn wir geldgeile Schweine wären. Aber sind wir natürlich nicht. Ich muss einmal alles ganz, ganz runter hier. Whoa. Ups, das ist aufgesetzt. Yes. Oberboden abtragen. Ach, jetzt geht das los mit dem Park bauen. Ja. Yeah. We did it. Und Kies liefern. Yay! Sorry. Sorry. So, check. Oh, verdichten. Ist der Kies doch bei dir noch da? Ja, diesmal ist er sogar da. Du, steht hier wieder so ein Radlader im Weg, ey. Boah, da steht noch ein Radlader im Weg. Eieieiei. Steht den ganzen Radlader mal im Weg hin. Nee, das Kaiserdenkmal, das ist ja nochmal was anderes, was ja ausgeschildert ist. Stimmt, ist ja kein Kaiser, ist ja nur ein Ritter, den wir ja haben. Das ist das Ritterdenkmal, was wir hier machen. Nimmst du die Innen- oder die Außenbahn im Kreis? Ich fahre jetzt außen lang. Okay. Halt! Aua! Einfach weggerammt hier, eiskalt. Wer hat hier wen gerammt? Du mich, wer sonst wen? Ach, jetzt müssen wir hier Bäumchen buddeln. Bäumchen buddeln. Weißt du, was der, wer jetzt kommt, Tobi? Der Baggerlader. Oh nee, wir haben einen großen fetten Bagger für die kleinen Löchlein. Ja, oder den Radbagger. Normal, ja. Und einen großen Bagger. Ja, die sind ja mittel. So, haben wir schon mal den schönen Kiesweg. Wie viele müssen wir ausheben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow. Dieser Radlader, ne? Ist so unmöglich mit dir. Was ist unmöglich? Alles kreuz und quer steht, stellt er hier. Weiß ich, denke mir dann immer so, ja, komm, stellst es mal lieber so an den Rand, dann ist es nicht im Weg. Du parkst den einfachen, die schnellste Zufahrt zu diesem. Abstellen, Weg, wo Platz ist. Ganz einfach. Wenn der aktuelle Platz ist, kann man es heute abstellen. Ganz einfach. Nicht auf den Weg, Junge. Bist du dumm? Was denn? Der ist doch fertig, der Weg. Ja, eben. Jetzt ist also jetzt egal sein, ob da was passiert oder nicht auf dem Weg. Ah, ja. Ich hab Mitarbeiter, ey. So, 4 Pflanzkrumen sollen wir ausheben. Also, ah ne, es sind die 4 Bereiche gemeint. Nee, ich glaube, die Liste geht einfach nicht länger als 4 Punkte. Nee, ich glaube, es sind nochmal 3, die 3, die, guck mal, die sind nochmal verbunden miteinander über so eine gelbe Linie, die so, 3 Dinger, weißt du? Ja, das kann sein. Das ist gemeint. Ich habe extra einen Muldenkipper neben dich gestellt, ne? Just say. Bei mir ist jetzt plötzlich hier vorne gerade im Weg ein Loch gespawnt. What? Wow! Das ist nur mal größer. Ich bin gerade reingefahren. Zum Scherz ist es einfach größer geworden. Was zur Hölle? Ich sehe es jetzt auch. Da war so ein kleines, rechteckiges Loch. Ich bin jetzt an dem vorbeigefahren, an dem Loch, weil ich hier hinter wollte. Jetzt bin ich einfach größer geworden. Ich bin reingeflogen in das Loch. Was ist das denn? Was zum Teufel ist hier? Es wäre hier ein Meteorit eingeschlagen, oder was ist das? Von mir verschwindet noch weiter Erde neben mir, ne? Was? Hä? Was ist hier... Hä? Was ist hier passiert? Was zur Hölle? Oh Gott. Ganz komisch hier. Ich glaube, wir sollten diese Baustelle verlassen. Weil hier ist schon wieder so ein Loch. Die Erde okay, will nicht, dass wir hier... Weil wenn ich nochmal reinfahre, jetzt verschwindet noch mehr Erde, wenn ich wieder reinfahre. Ja, hör auf, so in die Löcher reinzufahren. Aber jetzt nicht noch, aber jetzt nicht so viel Erde mehr. Was zum Teufel? Jetzt hier falsch. Vor allem jetzt wieder, jetzt habe ich eine Schaufel Kiese wieder voll drin. Ja, das ist so nervig, dass der mal ausgebuddelt oder was? Nee, der kriegt, nee, bei dem Baggerlader, bei diesem Bagger hier ist es so, dass wenn du den zurücksetzt, dass der sich die Schaufel überfüllt mit Erde oder Kies oder irgendwas. Ich sag ja, hier gibt's Geister oder so. Na, der Geist, weißt du, der Geist des Ritters, den wir jetzt ausgebuddelt haben, weißt du? Ja, ja. So. Der hat doch den Rohrbruch verursacht. Wie damals hier der Fluch des Pharao. Also wenn es hier irgendwelche Rittergeist-Experten gibt, schreibt mal gerne in den Kommentar, was ihr davon haltet. Rittergeist-Experte. Was sind Sie so von Beruf? Ich bin Rittergeist-Experte. Alternativ Phasmophobia-Spieler oder so. Alternativ Phasmo-Spieler, sehr gut. Haben so, ja. Ah, vielleicht haben sie ja eine Erklärung dafür, das Phänomen hier. Hast du die Zuschauer gerade mit sie angesprochen? Nicht mal den guten Herrn, die gute Frau, wie hast du gesagt? Rittergeistkundige. Ah. Also sollte dem so sein, dann einfach mal in die Kommentare dalassen. Vielleicht auch mit dem Hinweis, wie wir den Geist möglichst effektiv austreiben können hier aus der Baustelle. Nee, steht eine der Kisten im Weg. Der Grünzeugkisten. Ein bisschen da drin, als sieht ein bisschen so aus, als wäre da Salat drin oder so. Was sei da Salat drin? Ja, die Grünzeugkisten. Wo ist Salat? Wo ist Salat drin? In den Grünzeugkisten vorne, die wir geholt haben vom Händler. Ach so. Wie viele Schritte sind es noch danach? Moment. Spezialteilplatzierung kommt danach noch und dann das Ende. Okay. Da. Das Teil ist gerade abwesend. Aber das soll uns nicht davon abhalten, hier die letzten beiden Teile zu platzieren. Die wo sind? Müssen sie noch liefern, ne? Ja. Na dann. Gehe ich dir mal holen. So, dann einmal abladen. Jetzt habe ich hier den komplexen Platz. Na super. Den komplexen Platz? Na, der, an den ich so schwer rankomme, weil da jemand seinen Kranausleger hat. Ach so. Ja gut, das tut mir natürlich nicht leid. Na dann, packen Sie mal aus. Ja, Unboxing. Ich find's gut, wie so eine einzige Animation. Aber doch, das war doch der Sockel. Ach, jetzt wollen wir noch den Typen rausholen. Gut, dass ich meinen Kran gerade einfahren wollte. Spezialteile platzieren. Hoch mit dir. Archäologisches Fundstück. So, raus damit. So, und ab das Ding. Zack. Sehr vorsichtig. Na, ich bin immer vorsichtig. Na, das ist schon der Herr vom Museum. Der Museumsdirektor. Guten Tag. Ja. Dies ist ein wunderschöner Ort der Erinnerung geworden. Es freut mich, dass die Menschen so mehr über die Vergangenheit ihrer Stadt erfahren können. Wir wissen zwar immer noch nicht, wie es sich genau zugetragen hat, aber die Ritterstatue hat nun endlich ihren Platz gefunden. So kann die Geschichte des Ritters von vielen Leuten aufs Neue entdeckt werden. Und vielleicht führt sie das hier sogar bis in unser Museum. Tada! Und es ist fertig. Yay! Toll. Schön, wie ich da jetzt herumstehe. Hier auf der Szenerie. Also du stehst da drin rum? Ja. Zu Ehren des mutigen Beschützers. Ah. Obwohl wir nicht mal wissen, was er eigentlich gemacht hat. Sicher wissen, was er gemacht hat. Okay, bei mir haben einige Bäume hier nicht geladen. Die sind bei mir hier... Oder müssen die hier so... Stämme mit irgendwelchen Blattwürfeln dran sein? Nein. Ich habe so einen Stamm mit Blattwürfeln dran. Nochmal ein Screenshot davon. Ah doch, die... Warte. Das ist ein... Also... Das ist ein Kunstschnitt. Das ja. Also ich denke, das ist ein Kunstschnitt sein. Sehr künstlerisch hübsch. Also da vorne ist ja noch einer. Na, ich sehe es. Ich habe gefragt, müssen die so aussehen so? Oder sind die nicht geladen richtig? Ey! Ich will auch einsteigen. Hallo! Weißt du, was ich noch nicht gefunden habe? Ist ein goldener Hammer hier. Wo ist ein goldener Hammer? Ich habe noch keinen gefunden, das ist das Problem. Er muss immer irgendwo eingeben. Normalerweise ist auf jeden Fall auf jeder Baustelle einer, ja. Halt, ich wollte mir nochmal hier oben angucken, was oben eigentlich ist. Ja, okay, Kaiserdenkmal. Hm. Hätte man sich denken können. Und kein goldener Hammer, doch da. Okay, ich dachte schon. Aber versteckt. Ja, oder man springt wieder runter. Nee, gut. Aber ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Ausblick wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Weißt du, diese Teleskope, für die man 1 Euro zahlen kann und für eine halbe Sekunde mal durchschauen kann. Wolltest du auch noch Tschüss sagen? Ach so, ja. Tschüss.